Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop Tutorial. Ja, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr so einen 3D-Effekt auf euer Bild anwenden könnt. Und zwar ist das hier mein Ausgangsbild und das hier ist dann mein Endergebnis. Und zwar ist dieser Effekt für die Rotzyan-Anaglyphenbrille gedacht. Die sieht in etwa so aus. Wir haben hier im linken Glas einen Rotfilter, im rechten Glas einen Cyanfilter drin und dafür ist das Ganze eben gedacht. Ich habe gerade keine zur Hand, darum kann ich nicht sagen, ob dieser Effekt dann wirklich wirkt. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Im ersten Schritt brauchen wir unsere ganz normale Ebene und diese müssen wir dann erstmal duplizieren. Dann brauchen wir eigentlich nur für beide Ebenen eine Tonwertkorrektur. So wird es dann am Ende aussehen. Und zwar finden wir diese beiden Einstellungsebenen unter Tonwertkorrektur. Und diese obere Tonwertkorrektur wenden wir auch nur auf unsere zweite Ebene an. Soll heißen, wir klicken entweder hier auf dieses Symbol oder mit gedrückter Alt-Taste zwischen die beiden Ebenen rein, damit eben diese Tonwertkorrektur wirklich nur auf dieser oberen Ebene angewendet wird. Und nun gehen wir hier in den grünen Kanal rein, stellen den Tonwertumfang von 255 auf 0 und dasselbe machen wir auch im blauen Kanal. Und jetzt haben wir im Prinzip schon hier unser linkes Glas bedient. Jetzt kommt dann eben noch das rechte dran. Hierzu wählen wir unsere untere Ebene an, gehen dann auch wieder in die Einstellungsebenen unter Tonwertkorrektur, wenden das Ganze wirklich auch wieder nur auf diese eine Ebene an und gehen hier in den roten Kanal und stellen dort den Tonwertumfang eben auf 0. Jetzt haben wir oben unser rotes Ergebnis und unten unser Cyan-Ergebnis. Jetzt stellen wir noch diese zweite Ebene auf negativ multiplizieren und schon sind wir eigentlich fertig. Jetzt wählen wir noch unsere oberen Ebenen hier eben an, können dann das Verschieben-Werkzeug benutzen und nun mit der Pfeiltaste das Ganze nach rechts verschieben. Und je weiter ihr das Ganze verschiebt, umso intensiver wird es. Im Normalfall so vielleicht 7, 8, 9 Mal die Pfeiltaste nach rechts bewegen und schon habt ihr im Prinzip euer Ergebnis. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt könnt ihr noch das Freistellungswerkzeug verwenden und das Ganze hier zum Beispiel beschneiden, damit ihr auf der linken Seite hier diesen Zyanstreifen nicht mehr habt. Und schon ist euer Bild soweit fertig. Ja, so könnt ihr eben ganz einfach diesen 3D-Effekt auf euer Bild bringen. Jetzt bräuchte ihr dann eben nur noch so eine Brille, um das Ganze zu sehen. Aber auch so sieht das ja recht schick aus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis dann, tschüss.